Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der Mittwoch, der 4. August 2021. Es ist 8:28 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir nehmen auf der rechten Seite die Big Number 15.600. Wir platzieren dort eine Order, eine sogenannte DAX-Falle. Bei 15.607, wenn der Kurs zurückläuft, gehen wir long oder bei 15.592 gehen wir short. Beides in einem speziellen Multiplikationsverfahren. Ja, und warten hier. Wir bleiben auf dem rechten Bildrand und schauen uns wie immer morgens in der Vergangenheit an, wie sind gestern die Blue Boxen hier gelaufen? 17er Box hier im zweiten. Es war ja gestern wirklich sehr gering und wir sehen hier am Nachmittag nochmal, die 16er haben wir getradet. Ihr seht es hier, das war eine Box, die wir mitgenommen haben. Das war eher eine Fata Morgana, die 22,5, die haben wir irgendwie nicht mitbekommen. Ja, ansonsten gucken wir mal, wie die Volatilität heute ist. Wir messen mal ab. Wir sind jetzt schon bei 38 Punkte. Sollte ein besserer Vormittag werden als gestern, von der Vola her. Aber der gestrige Breakout-Trade mit den Blue Boxen hat ja gut funktioniert. Ich bin jetzt schon auf dem linken Chart. Das sind die grünen Boxen. Diese im Chart hier sieht, das sind die Volatilitätsboxen, die wir traden ab 9 Uhr. Und auch hier sehen wir, gestern Morgen sind wir hier gar nicht reingekommen in den Bereich. Und es ist insofern interessant, dass der eine oder andere, der jetzt ein Hedge auflösen möchte, ja, und die Box wird reinkommen bei 26, also genau auf diesem Niveau, wo wir uns aktuell befinden, 26 zu 11. Und da werden wir jetzt schauen, um 9 Uhr kann das natürlich dann relativ zügig gehen. Man kann das Ganze schon vorbereiten. Also 26, ja, ich mache das mal, die Linien hier rausholen und dann schon mal Vorbereitung auf die 26 ziehen. Da, ja, aber noch nicht scharf schalten, weil es kann sich immer noch ein bisschen was verändern. Gut, dann gehen wir in die großen Zeitebenen und ich öffne hier nochmal einen neuen Chart. Und gehen wie immer morgens nochmal rein, gucken uns das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Tagesbasis sehen wir, der DAX die letzten Tage sehr ruhig oben auf sehr hohem Niveau. Tagesbasis, das ist 4-Stunden-Basis, sieht man das ein bisschen deutlicher. Stundenbasis, 30 Minuten, 15 Minuten und 5 Minuten. Also auch gestern die Bewegung, wenn wir jetzt mal von Montag bis einschließlich gestern nehmen, das habe ich jetzt mal grün gekennzeichnet. Das ist die Trading Range insgesamt und da haben wir insgesamt 220 Punkte an Bewegung. Ja, und das ist nicht so viel. Gehen wir weiter runter und kommen zu Gold 1813 aktuell. Auch hier gehen wir mal auf Daily Basis. Da sehen wir sind unter dem Durchschnitt. 4 Stunden sind wir drüber. Stunde sind wir drüber, 30 sind wir auch drüber. Das sind also verschiedene Zeitebenen. Wir sehen aber auch hier, so eine richtige Dynamik soll da nicht einstellen. Gucken wir mal Öl. Öl ist insofern interessant, weil ich da auch noch short bin und der Markt jetzt ein wenig nachgibt. Minimal 4 Stunden sind wir short. Stunde sind wir short. 30 Minuten sind wir short. 15 sind wir long. 5 Minuten Short und auf Wochenbasis sehen wir, ja, wie schon mehrmals erwähnt, hier oben diese Spitze wurde angetradet und durchaus denkbar, dass es da nochmal nach unten läuft. Technologiebörse Nasdaq auf Weekly Basis sehr strong, Tagesbasis bullish weiterhin. 4 Stunden bullish, Stunde auch bullish, 30, 15. Also das sieht alles sehr, sehr long aus und gehen wir weiter runter und kommen schnell zu Bitcoin. 37.000, auch da hat sich nicht so viel verändert. Wir dümpeln um diese 30er-Niveau herum. Daily Basis, 4 Stunden, Stunde. Auch hier sackt der Markt schon auf Stundenbasis wieder ab. 30, 15. Okay, und dann nehmen wir Ethereum.
Daily Basis. 4 Stunden, Stunde, auch eher Short, 30 Short, 15 Short. Also, das die Wetterlage, also eher unentschieden. Mal gucken, ob der Markt sich heute etwas stärker in die eine oder andere Richtung bewegt. Die Falle ist jetzt erstmal platziert bei der Big Number 15.607 zu 15.592. Bis 9 Uhr warten wir jetzt erstmal ab, wenn der Kurs da reinläuft. Wunderbar. Ansonsten könnte es noch eine Blue Box oder könnte eine Blue Box entstehen, aber auch da müssen wir noch ein wenig warten. So, es ist 9 Uhr. Und wir sehen direkt, der Markt geht nach oben. So. Okay, wir platzieren die Order 15.626. Links die grüne Box 15.626.